Hallihallo, Freunde! Und willkommen zurück zu Dishonored. Ja, in der letzten Folge, die schon ein bisschen her ist, ein paar Tage, ich glaube knapp eine Woche oder sogar schon drüber, da haben wir die Emily befreit, wir haben im Haus der Freuden die zwei Pendleton-Zwillinge erledigt. Den einen haben wir in den Kopf geschossen, ich glaube dem anderen auch, ich weiß es gar nicht mehr. Ein bisschen Action haben wir auch gehabt. Es war alles in allem sehr actionlastig, die letzte Folge. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Und jetzt müssen wir zurückkehren zu Emily und... Moment, jetzt muss ich gerade schauen, wie er heißt. To Samuel L. Jackson. Ja, so heißt der gute Kerl leider nicht. So, und da wollen wir uns doch mal gleich auf den Weg machen. Nach Hause. Oder zumindest zu den Booten. So. Haben wir hier noch irgendwo etwas, was wir nicht haben? Nein, wir haben soweit alles. Ihr seht, ab und zu ruckelt es noch ein bisschen. Ich habe es immer noch nicht geschafft, meinen PC neu aufzuspielen, aber das wird schon noch passieren. Ist ja nicht so tragisch gerade. Man erkennt ja alles relativ gut. Au! Okay, das hat wehgetan. Komme ich denn jetzt am schnellsten da zurück? Ich glaube hier lang. Das ist der kürzeste Weg. Was geht, Keule? Haust rein. Ich glaube allerdings, dass hier vorne noch... Achtung, Bürger von Dunbar. Genau, da hat es noch dieses... Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers Thaddeus Campbell müssen sich augenblicklich zur Befragung bei der Stadtwache melden. In dieser Zeit der spirituellen... Ich habe nichts zum Schießen, das ist ja total ätzend. ...das Festmahl der bemalten Kessel ausgerufen, bis ein neuer Oberaufseher bestimmt. Uah, das war knapp. So. Also, dann rennen wir mal los. Fröhlich und freudig, erfreut, Emily endlich wieder in Sicherheit zu wissen. Und da steht sie auch schon, die Süße. Nee, sie sitzt. Genau. Und der Herr Samuel, der ein bisschen aussieht wie der Typ aus Planet der Affen. Aber gut, das kann ja vorkommen. Sind Sie bereit für die Rückfahrt, Corvo? Ja, Sie haben klar. Ja nicht lange gefackelt. Steigen Sie ein. Natürlich bringen wir Emily nach Hause. Ist doch selbstverständlich. Darum haben wir das ja alles getan. So, uns fehlen dort noch 3 Runen, 2 Knochenartefakte. Outsider-Schreine gefunden. Gehen wir wieder in unser gemütliches Pub. Hocken uns erstmal auf die Couch, auf die Bank und trinken ein schönes Bierchen. Sie haben Ihre Angelegenheit erledigt, Corvo? Ja, klar doch. Es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen. Doch wenn jemand sein Schicksal verdient hat, dann waren es diese Pendletons. Von welcher Angelegenheit sprechen Sie? Oh, ich, Angelegenheiten für Erwachsene, mein Kind. Ich meine, Hoheit. Vergib mir. Kein Problem. Ich habe in der Golden Cat von erwachsenen Dingen gehört. Oh. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dieses Boot zu steuern. Ja, das solltest du, bevor wir uns hier noch irgendwo verhaken und uns dann irgendwie auf Grund laufen. Das würde gar nicht so gut kommen. Da lächelt sie. Lady Emily, ich bin Callista. Ich werde für Sie sorgen, solange Sie bei uns sind. Freut mich. Freut mich auch. Wollen Sie jetzt in meinem Turm sehen? Ein höfliches kleines Mädchen. Ja, gerne. Sie werden es sehen. So wie den ganzen Houndpits Pub. Gut. Ich glaube, hier gefällt's mir. Ich gehe mit Callista, Corvo. Wir sehen uns später. Alles klar. Haust du rein. So. Sie beeindrucken mich immer wieder aufs Neue. Nur mit einer Klinge bewaffnet haben sie den Lauf der Stadt für immer geändert. Und nach dem Ende der Zwillinge wird Lord Pendleton für sie im Parlament abstimmen. In einer Nacht haben sie mehr getan, als die meisten Männer in ihrem ganzen Leben. Ich muss noch etwas mit ihnen besprechen. Doch zuerst bittet Lord Pendleton um eine Unterredung. Was? Lord Pendleton? Moment, haben wir jetzt nicht die Pendleton-Zwillinge? Waren das nicht... Genau, das waren, glaube ich, seine Söhne. So.
Lady Emily wurde unversehrt aus den Händen der Lordregenten befreit und die Pendleton-Brüder wurden ausgeschaltet. Ja klar, das haben wir ja auch immerhin getan. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da ist er ja schon, der Herr Lord Pendleton. Nee, warum heißt der denn jetzt auch so? Ich blick's gerade irgendwie nicht. Ich bin doof. Ich bin zu doof. Was geht, Keule? Ups, nein! Lol. Verdammt, ich wollte, ja. Ich wollte eigentlich, ich hab Maustaste gedrückt, weil ich reden wollte. Und ja, egal, scheiße. Kackspiel. Nein! Ah. Nein! Okay, ich lauf schnell dahin. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, Leute, da sind wir wieder. Ich hab jetzt das ganze Ding nochmal schauen müssen. Das Video und alles andere. Aber das war nicht weiter schlimm. Ist ja ein schönes Spiel. So, und diesmal drücken wir nicht wie sonst auf die Maustaste, sondern drücken einfach F wie reden. Die Verschwörung der Kaisertreuen dankt für ihre Arbeit. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Meine Brüder. Wir glaubten nie, dass sie der Mörder der Kaiserin sind. Wir wussten, es ergab viel mehr Sinn, dass der jetzige Lordregent hinter dieser Sache steckte. Unterstützt von einigen seiner Vertrauten. Wir haben viel Geld investiert und uns in Gefahr begeben, um sie aus dem Gefängnis zu befreien. Aber wir taten es, weil wir glaubten, dass sie es sind, der die Wende bringen kann. Ach, und Havelock sucht nach ihnen. Okay. Also, wir haben es gerade gehört, ich habe es verwechselt. Er ist der Zwilling, also der Dritte praktisch, der Drilling oder ein Bruder zumindest. Ob es jetzt nochmal ein Zwilling der beiden ist oder halt Drilling, ist jetzt die Frage. Ich glaube, er ist einfach nur der ältere oder jüngere Bruder der beiden. Bruder der beiden, nicht Brüder. So, Havelock Martin will uns sprechen. Dann schauen wir uns den Kerl doch mal an. Wie kommen wir da hin? Kommen wir bestimmt hier rein. Yep. Und schön wieder die Tür zumachen, sonst zieht's. Nicht durch den Dreck laufen, immer schön außen rum. Das geht aber nicht, die steht im Weg. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Seht ihr das gerade? Es ist ein Bug, er hockt in der Luft. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Caldwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Das ist auf jeden Fall spannend, wie er hier hockt. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Campbells Tage. Haben Sie den Verstand verloren? Natürlich habe ich den Verstand verloren. Hier, was ist bloß in Sie gefahren? Da, Noob. So. Hier hat es sonst weiter nichts mehr. Alles klar. Dann können wir ja erstmal, bevor es weitergeht, mag ich gerne ein bisschen einkaufen. Ist er das? Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ja, das ist der nette Kerl. So, wir haben nämlich ein bisschen Münzen gesammelt. Und können uns nun wieder ausrüsten mit allen möglichen Sachen. Kugeln haben wir noch voll, Sprengminen haben wir auch. So, jetzt haben wir auch wieder Mana-Elixiere, das ist ganz okay. Dafür haben wir jetzt kein Geld mehr, da schauen wir beim nächsten Mal danach. Jetzt geht's dann erstmal weiter. Haben wir denn sonst noch irgendetwas zu tun? Nein, eigentlich haben wir sonst nichts mehr. Kräfte haben wir, haben zwei... Ne, null Runen haben wir. Quatsch. Was laber ich da? Laber nicht! Ja. Auf zur Caldwin-Brücke, Sir. Klar doch. Wir schlafen später. Was? Sokolov. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Ja, ich bin noch dabei. Falsch rum. Oh, das ging ja schnell. Das Sammeln von Runen ist essentiell.
Okay, alles klar. Das mit dem Lesen hat nicht funktioniert, das war zu schnell weg. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Caldwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Lichter auf dem Wasser? Und jetzt zu Sokol, auf den Sie Leben zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Natur, Philosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon? Ja, gar nichts. Du weißt überhaupt nicht. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolows Gemächern auf Sie, Corvo. Natürlich nur, wenn Sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Ach, die Flutlichter. Derzeit keine Aufgaben. Das finde ich gut. Dann kann man sich mal ein bisschen umschauen. Obwohl, wir haben ja eine Aufgabe. Aber sollen wir ja die Flutlichter deaktivieren? Ich weiß gerne, würde gerne wissen, welche. Wie tief ist das Wasser? Oh, okay, geht. Ich habe ein bisschen Bad genommen. Ich stinke etwas. Ist das jetzt klar? Ausgangssperre heißt, dass niemand auf der Straße herumlaufen darf. Außer dem Wachen. Ja, ich kapiere. Aber wenn wir doch jemanden sehen, was dann? Weisen wir ihn drauf hin? Auf die Ausgangssperre? Nein, du erinnerst ihn nicht. Du schnappst ihn dir einfach. Und yeah, klassisch drumrum. Da hat's eine Rune und ein Artefakt. Sonst noch irgendwo? Nein. Ups. Ich rieche Gebeine in den Säulen, Blut unter den Steinblöcken. Viele haben beim Bau dieses Gebäudes ihr Leben gelassen. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corvin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Dieser dreckige Abschaum. So, wir spielen mal eine Runde mit denen. Aha. Stirb, du Sau! Müssen wir halt ein bisschen nachhelfen. Hat das jetzt irgendjemand? Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Damit hätten wir schon mal die Leute da unten ausgeschaltet. Bis auf einen, aber der eine ist mir jetzt relativ egal. Lass dich nicht ewig verstecken. Doch, das kann ich, das weißt du nur nicht. Oh, da war ja noch einer. Wo bist du? Augen auf und ruft einander zu, wenn ihr ihn seht. Ich weiß, dass du hier bist. Du kannst dich nicht mehr lange verstecken. Ach, da bist du. Wachen, zu mir! Ach lol. Ich werde dich. Jetzt hab ich dich. Ja. Da ist ja noch einer. Au. Fress mein Stahl. Feuer. Eine Woche bis gestorben. Kopf weg. Weg damit. So. Die müssen wir jetzt allerdings schnell entsorgen, bevor hier noch jemand was merkt. So. Alles klar. Jetzt können wir wieder da hoch, glaube ich. Wo geht's denn hier überhaupt lang? So, ab nach oben. Hier auch hoch. So. So, wir scheinen hier sonst keine großartigen Gegner mehr zu haben. Schauen wir uns doch mal an. Okay, 70 Meter ist sie entfernt. Und 85 Meter von dem Punkt aus.
Okay. Ich lasse die mal lieber offen, falls wir einen Fluchtweg brauchen. Man kann ja nie wissen. Was geht? Nur ein bisschen was zum Essen, damit es uns wieder besser geht. Was haben wir hier? Irgendein Erz. Ich könnte wetten, dass wir das für irgendwas gebrauchen können. So, da hätten wir eine Wache, die zweite. Und ich habe natürlich keinen Lagerhausschlüssel. Ob der hier irgendwo rumliegt? Wir schauen mal. Wir gehen mal nach oben. Wir könnten vielleicht sogar Glück haben. Irgendetwas klimpert doch hier. Ach, das wird die Kette sein. Da haben wir doch den Lagerhausschlüssel. Seht ihr? Da hat sich's doch schon gelohnt, der Weg nach hier oben. Gefaltetes. Ich habe einen Bauplan gefunden. Einen Bauplan. Das ist ja cool. Dose mit Bratschetzahlen in das Peak. Oder wie auch immer man das aussprechen mag. Das ist mir relativ egal. Okay, da brauchen wir wohl so eine Walöl. Kanister-Dingens, hier so eins, oder ist das? Das war mal eins. So, hier oben scheint es auch nicht mehr. Na, jetzt steh halt auf, du Bob. Da können wir hoch, sehe ich gerade. Und hier haben wir auch ein Walöl. Tank. Ups, verdammt. Uah, was? Boah, ich habe mich gerade voll erschrocken. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Das war so nicht gedacht. Ob ich damit muss? Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir schauen zwar erstmal weiter. Mal schauen, was hier noch liegt. Ein Aschenbecher, irgendwelche Bücher und sonst nichts. Aber wir holen uns schon mal diesen Tank nach hier unten. Wir verstauen den mal hier. Wir gehen aber erst nochmal runter. Ich will nämlich wissen, was ist mit diesem... Ja, komm, auf doch raus da jetzt. Meinst du, du könntest heute dein Essen mit mir teilen? Das muss ich mir von dir. Zugbrückenscheinwerfer, okay. Das heißt... Wir können, glaube ich, doch wieder nach oben. Dann schalten wir mal. Genau. Jetzt hocken wir uns mal mit diesem Behälter dort hinein und dann wird das Ding in uns rüberfahren, dieser Waggon. Hoffe ich zumindest. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Ah. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, was wir hier... Seht ihr, da hat's noch einen. Ob die das merken, wenn ich den jetzt betäube? Okay, scheint nicht so zu sein.
Cool, wir haben eine Granate gefunden, Leute. Das ist doch schön zu hören. Wow. Nein! Was war denn das, Mann? Ah! Da habe ich verkackt. Unglaublich. Ja, gut. Dann würde ich sagen, an der Stelle einen kleinen Cut, Leute. Ja. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich war etwas unfähig. Tut mir leid. Ich hab's einfach verkackt, da hoch zu jumpen. Aber egal, das war, war eine coole Runde. Wir haben auf jeden Fall jetzt erfahren, was unser neuer Auftrag ist. Und den werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall dann auch ordentlich durchführen und geplanterweise. Wobei, wenn ich mich, so wie ich mich kenne, wird das keinen Plan haben. Ich werde einfach drauf losprügeln, sofern es mir gelingt. Und ja. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.